Schmatzo, dem Kochkids-Club. Heute sind mit dabei Damian, Denise, Aaron, Marie, Isabel, Amos und Alex. Hallo zusammen. Hallo Alex. Auch heute lautet die Frage aller Fragen. Was habt ihr Lust? Was machen wir denn heute? Burger. Gut, welchen Burger machen wir? Cheeseburger. Cheeseburger. Am allerliebsten mag ich den Burger, wo Doppelfleisch, zweimal Fleisch drinnen ist und dann noch einmal Speck drauf. Das Fleisch. Aber es muss nicht immer Fleisch sein, oder? Was ist, wenn wir einen Fischburger machen? Was? Nein. Ja, nein. Was könnte man machen? Ein Vegan-Burger. Was heißt denn vegan? Muss den anderen einmal erklären, was vegan ist vegan? Vegan ist eine Ernährung mit keinen tierischen Produkten. Kochen ganz ohne tierische Produkte. Was heißt das eigentlich? Ist zum Beispiel Milch vegan? Nein. Butter? Nein. Eier? Nein. Aber Speck? Nope. Käse? Käse ist auch nicht vegan, denn das ist ja von der Kuh. Kein Fleisch, Amos. Kein Fleisch. Kein Fleisch. So einen Burger kann sich Amos so gar nicht vorstellen. Ein Burger ohne Fleisch ist kein Burger. Doch, ein Burger mit Tofu ist trotzdem ein Burger. Das musst du dem Herrn da drüben sagen. Ein Burger mit Tofu ist zwar ohne Fleisch, aber trotzdem noch ein Burger. Marie weiß, wovon sie spricht. Sie ist Veganerin und kennt viele tolle Rezepte. Hast du diesen Blick gesehen, Amos? Autsch. Ja. Zuerst war ich ein bisschen skeptisch, denn ohne Fleisch ein Burger ist doch irgendwie komisch. Ich kann vegan nicht so einschätzen. Ich habe es nur einmal gegessen, aber ich glaube nicht, dass es mich jetzt so überzeugen wird. Probieren könntet ihr es. Also mich hast du überredet. Und die anderen? Ja gut, probieren. Marie, ich würde sagen, du als veganer Profi, würde ich sagen, kochst das gleich mit mir. Und wir nehmen uns gleich den größten Kritiker da drüben. Was? Ja? Ist so? Ja. Wieso mich? Weil ich würde gern haben, dass du siehst, wie man das macht. Danke. Tja, Amos, sieht ganz nach einer Challenge aus. So, komm, geh mal. An die Burger. Fertig. Los! Fleisch, Eier, Brösel und Milch. Diese Zutaten kann man für den veganen Burger nicht verwenden. Du bist jetzt unsere Expertin heute. Was brauchen wir alles für unseren Burger? Also Zwiebel geht logisch. Mhm. Ja. Und was haben wir da? Das kennst du auch von zu Hause wahrscheinlich. Paprika. Paprika, genau. Aber wir brauchen noch ein bisschen Gemüse, das ist ja viel zu wenig. Gemüse ist Maries Spezialgebiet. Pilze. Pilze können wir reingeben. Wir brauchen was, was dem Ganzen so eine Stärke gibt. Bohnen? Das ist du bist der Wahnsinn. Super. Bohnen? Mais. Mais hat Stärke. Du bist ein Profi. Holst du uns das aus dem Kühlschrank? Das finde ich echt cool, dass man sich überlegt, was kann man statt Fleisch, was kann man statt Eiern nehmen, was kann man für die Bindung nehmen. Sie hat gleich gewusst, beim Mais die Stärke. Super ist das. Ihr braucht mich wirklich nicht mehr heute. Naja, vielleicht ein kleines bisschen noch. Hier die ganze Liste für die veganen Burgerleibchen. Bohnen, Pilze, Zwiebeln, Mais, Knoblauch, Paprika, Leinsamen, Mehl, Koriander und Tofu. Der hat auch gleich seinen Auftritt. Jetzt probier mal den Tofu, weil ich glaube, der Amos weiß gar nicht, wie der Tofu schmeckt. Eh nicht. Lecker. Von Maries Speiseplan ist Tofu nicht wegzudenken. Der ist nämlich eine pflanzliche Alternative zu Fleisch. Wie isst denn du denn zu Hause? Also wenn du Tofu isst, isst du den nur so, weil es schmeckt schon ein bisschen mit Salz. Okay, also wenn Marie das sagt, salzen und kosten. Wie schmeckt das? Ganz so schlecht, mit Salz würde ich sagen. Ich probiere es auch. Tofu mit Salz schmeckt eigentlich ganz gut. Ich meine, es ist gesalzen, dann schmeckt es auch wenigstens noch irgendwas. So, die Marie kriegt ein größeres Stück. Kann uns sagen, ob der Tofu gut ist. Marie ist Tofu-Feinschmeckerin. Ja, genauso wie alle Tofus. Ja? Geschmacksprüfung also bestanden. Okay, gut. Marie, wie machen wir das jetzt mit den Leibchen? Also mal viele Bohnen, oder? Ja. Rein damit. Durch die Bohnen wird der Teig griffig. Du kannst eine Zwiebel dazugeben. Ja. Und die Paprika für den Geschmack. Dann Pilze. Vorsicht, bei Pilzen kann Marie sich einfach nicht zurückhalten. Schwupps, und der Stängel ist in ihrem Mund. Marie. Schmeckt das wirklich? Ja. Nein, es ist ja nicht schlecht. Es besteht ja nur aus Wasser. Also keine Sorge. Champignons können ruhig auch roh gegessen werden. Jetzt ist auch Amos neugierig. Ja, Pilzstängel schmecken eigentlich ganz gut. Sie sind zuerst ein bisschen holzig und knarzen im Mund.
Aber eigentlich schmecken sie dann am Ende doch gut. Dann sammeln wir die Stiele, dann hat die Marie was zum Snacken. Und die Pilzköpfe dürfen in die Schüssel, genauso wie Leinsamen, Salz und etwas Mehl. Knoblauch. Der bringt Geschmack. Apropos Geschmack, Amos zerkleinert den Tofu. Hat er sich vielleicht schon mit den veganen Zutaten angefreundet? Rein damit hier. So, ab in die Schüssel damit, wieder Koriander. Jetzt wird alles schön klein püriert. Darin ist Marie ganz groß. Super, das ist jetzt genug. Jetzt geben wir noch den Mais dazu. Die gelben Körnchen sorgen für den nötigen Biss. Ich würde den gar nicht mehr mixen, ich würde den jetzt nur mehr unterrühren. Na, das schaut schon ein bisschen aus wie so frischierte Leibchen. Ja, nur eben ohne Fleisch. Glaubst du, wird das gut? Ja. Okay, wenn die Marie sagt, es wird gut, dann wird's gut. Genau. Gekonnt klopft Marie sie noch in Form. Amos meldet sich zum Bratdienst. Ich bin bereit. Achtung, pass auf deine Finger auf, nicht, dass dich verbrennst. Keine Sorge, alles unter Kontrolle. Die anderen sind bereit. Sie wollen ihre Stoffservietten bunt färben, aber nicht mit irgendwelchen Farben. Ich habe eine Idee. Welche? Ihr könnt jetzt mit Lebensmitteln färben. Alex hat eine bunte Auswahl mitgebracht. Welche Farbe? Blau. Welche Farbe wird der Schwarztee? Schwarz. Naja, eher grau. So, dann haben wir hier Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Oh, das würde braun färben. Probiert's mal. Kann man auch essen. Keine gute Idee. Wow! Alex! Wow! Dann die Gelbwurzel oder Kurkuma färbt wie? Gelb anscheinend. Richtig. Dann haben wir hier. Was ist das? Zwiebel. Möchtet ihr probieren? Gerne. Mahlzeit. Sehr gesund, viel Vitamin C. Das ist wie ein Apfel. Ich sag's dir, das ist wie ein Apfel. Ja, brennt nur etwas stärker im Mund, oder? Ist gut? Mhm. Ja, also den können wir jetzt nicht mehr verwenden, aber der würde rot färben. Rot färbt auch dieses Gemüse. Wer weiß, was das ist? Rote Rübe. Damit geht's am besten. Wollt ihr das mal ausprobieren? Ja. Wisst ihr auch, wie man jetzt den Farbstoff daraus bekommt? Reiben. Reiben ist gut. Na dann, los, an die Reiben, bitteschön. Boah, das färbt so richtig. Stimmt, aber keine Sorge, Denise. Mit den Plastikhandschuhen bleiben die Hände sauber. Und jetzt, glaube ich, das heiße Wasser drauf, oder? Ja. Bis der rote Farbstoff vom heißen Wasser aufgenommen wird, heißt es kurz warten. Als Beilagensalat haben sich die Köche für Coleslaw, das ist ein spezieller Krautsalat, entschieden. Gemüsereiben ist schon mal erledigt. Aber brauchen wir nicht für den Coleslaw auch Mayonnaise? Stimmt. Marie, weißt du, wie man Mayonnaise vegan machen könnte? Mit Sojamilch. Mhm. Das, was wird, probieren wir es mal aus. Ein bisschen mehr Zuversicht, bitteschön. Bis jetzt konnte Marie schließlich auch mit Expertenwissen punkten. Sojamilch? Die ist ja nicht so schlecht. Ja. Ah, sieht eigentlich aus wie normale Milch, wird aber aus Sojabohnen gemacht. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, ist ganz gut. So, das Experiment vegane Mayonnaise kann starten. Und dann haben wir hier ein neutrales Öl. Das müssen wir jetzt langsam da reinmixen. Beim Mixen sollten Öl und Milch immer fester werden, so wie Mayonnaise. Amos, schau mal, ob das dicker wird. Es wird eindeutig dicker. Wow. Es ist wirklich voll dickflüssig. Na eben. Wie schmeckt's? Nicht schlecht, aber noch ein bisschen langweilig. Ja, schmeckt doch irgendwie nach nichts. Okay, salzen dürfen wir ja. Okay, dann geht's jetzt ans Verfeinern. Dann schmeckt ein bisschen süß. Ja, ich glaube, das ist von der Sojamilch. Gleich wird's pikanter. Senf? Senf geht? Ui, ja. Ui, geht nicht? Es ist ziemlich scharf. Wirklich so schlimm? Scharf. Ja, scharf. Also, was sagt Amos? Geh bitte, probier noch mal, das hast du jetzt eingebildet. Der ist nicht scharf. Nein. Geht so. Ist in einer normalen Mayonnaise doch auch drinnen. Also rein damit, durchmixen und ab in die Schüssel. Und marinieren Sie den Salat. Wird gemacht. Gut, dann ist unser Coleslaw-Salat schon fertig. Mhm. Aber jetzt fehlt das Beste. Das Dessert. Ja! Mousse au Chocolat. Ui. Achtung, Amos, auch vegan. Das ist vegane Schokolade. Probiert's mal und sagt mir jetzt, wie die schmeckt. Das Besondere daran, da ist keine Milch drinnen. Ich finde, die schmeckt genauso gut wie normale Milch. Mhm.
Sie schmeckt nach zartbitter Schokolade. Mhm. Und das ist gut so. Hier die Einkaufsliste für den veganen Nachtisch. Vegane zartbitter Schokolade, Kokoscreme, Agavendicksaft und Avocado. Etwas ungewöhnliche Zutaten. Normalerweise brauchst du ja bei einem Mousse-Schokolade Eier, dann brauchst du Obers oder Sahne. Und dafür verwenden wir die Avocado. Die gibt dem Ganzen die Bindung. Echt, ist so Avocado ran? Das ist doch irgendwie. Das passt irgendwie nicht so. Das habe ich mir am Anfang auch gedacht, aber du hast gesehen, das schmeckt richtig gut. Naja. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber ich stelle es mir lecker vor. Wie kann man was Pikantes in was Süßes reingeben? Das ist irgendwie. Das passt irgendwie nicht zusammen. Passt schon. Ist nur ungewohnt, Amos. Durch die Kokoscreme und die Avocado wird die geschmolzene Schokolade zart und cremig. Und zum Süßen eine kräftige Portion Agavendicksaft. Also, gib Gas. Los! Was rein, schau. Ein bisschen Salz. Beim Pürieren ist Amos diesmal besonders umsichtig. Schließlich will er den anderen ja kein grünes Mousse servieren. Also die Avocado ist halt grün, weil ich mir gedacht, das kann vielleicht grün werden. Das sieht dann nicht so gut aus. Geschafft. Von der grünen Farbe ist nichts mehr zu sehen. Und schau, das wird jetzt schon so fest wie ein Mousse au Chocolat. Ja, aber schmeckt's auch so? Amos, die Stunde der Wahrheit. Ein bisschen süßer noch, oder? Eine Spur. Aber ich finde, das schmeckt lecker nach Kokos. Kaum zu glauben, scheint tatsächlich zu schmecken. Die roten Rübenstücke haben das Wasser verfärbt. Damit keine Klumpen bleiben, seid Damian sie ab. So, fertig. Und hopp. So, und jetzt nehmen wir die Tücher und wickeln ein paar Mal darum. Denise kennt eine tolle Färbetechnik, Batiken. Dazu wickelt sie einen Faden ganz fest um den Stoff. Gut verknoten. Nach kurzer Zeit schon nimmt die Stoffserviette eine rötliche Farbe an. Das kannst du schon, glaube ich, rausnehmen. Aber wie hat Denise' Batik-Technik funktioniert? Gleich wird sie es wissen. Farbe ausdrücken und Faden entfernen. Schaut mal. Wow, ja, echt schön. Dass dieses cremige Schokomousse ausschließlich aus veganen Zutaten besteht, sieht man ihm wirklich nicht an. Achtung, heiß. So, und jetzt geht's ans Burgerschichten. Dann schnapp dir mal so ein Burgerläppchen. Auch das sieht eigentlich zum Reinbeißen aus. Wer möchte so ein Salatblatt? Ich bitte. Ich. Gut. Ein großes. Ein großes für die Marie. Ein mittleres für den Amos. Was soll das? Salat, Tomaten und Zwiebeln. Ob vegan oder nicht, Gemüse gehört auf jeden Fall in einem Burger. Bei Marie dürfen auch Paprika und Sojasprossen nicht fehlen. Fertig. Ich würde jetzt so gern essen. Noch einen Esslöffel Coleslaw und das große Testessen kann beginnen. Boah, ich hab voll Hunger. Wo bleiben Sie? Essen kommt schon. Wow, geschafft. Der erste Eindruck. Danke. Also außen hat er wie ein normaler Burger ausgesehen. Er war jetzt eigentlich gar nicht mal so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Haut's rein. Veganen Burger. Können wir es mit den Händen essen? Ja, mach ich auch. Burger isst man so. Vom Essen hier eigentlich alles gleich wie bei einem normalen Burger. Der passt nicht in meinen Mund rein. Mund weit öffnen und genießen. Mm. Mm. Und? Wie ein normaler Burger. Mm, voll lecker. Er riecht anders. Man hat die Bohnen sehr geschmeckt und es war scharf. Die Bohnen, die Bohnen schmeckt mal raus, gell? Mhm. Aber nicht schlecht. Also, ihr habt das echt gut gemacht. Zuerst war ich etwas skeptisch, ist aber dann eigentlich sehr gut angekommen. Und wie schaut es mit dem Nachtisch aus? Aber aufpassen, das ist mit Kokos und mit Avocado, also rein vegan. Ja? Avocado? Marie? Ja, Avocado. Merkt man aber nicht, oder? Das ist voll lecker. Mhm. Ich fand das so komisch, dass man diese Avocado nicht geschmeckt hat und dass das wirklich so süß war und es war sehr lecker. Tja, einem guten Kochteam gelingt eben auch veganes Essen. Ja, es ist alles richtig gut, findet ihr nicht? Ja. Ich finde alles gut. Da ist nichts, was nicht schmeckt. Also ich bin sehr überrascht, dass veganes Essen so gut schmecken kann. Weißt du, Marie, dass ich sehr stolz bin auf dich, dass du das geschafft hast, dass das allen am Tisch gut geschmeckt hat? Hast du super gemacht. Ja. Mission vegan erfolgreich.